Herzlich willkommen zu Ratchet & Clank 2 für die PlayStation 2. Wir haben das Jump'n'Run von Insomniac Games ja bereits letzte Ausgabe getestet und mit satten 90% Spielspaß belohnt. Da die Produktionszeit der DVD leider für ein ausführliches Video nicht mehr gereicht hatte, holen wir das diese Ausgabe nach. Wie ihr anhand dieser Bilder unschwer erkennen könnt, geht es in Ratchet & Clank 2 mindestens so actionreich wie im Vorgänger zu. Doch genug der Worte, ich lasse jetzt erstmal Taten folgen. Insgesamt gibt es 24 Wummen, mit denen ihr den Feinden einheizt. Ich zücke jetzt mal die Verfolgerpistole, schalte in die Ego-Perspektive und nehme diese drei Schergen aufs Korn. Zack, schon sind die Jungs Vergangenheit. Jetzt setze ich mal den Mini-Gefechtsturm ein, das ist eine meiner Lieblingswaffen im Spiel, und den demonstriere ich euch später nochmal etwas ausführlicher. So, jetzt sammle ich noch etwas Energie ein. Und dann schauen wir mal, was wir mit diesem stationären Maschinengewehr anstellen können. Zum Beispiel verschlossene Türen aufballern und dann die daraus stürmenden Feinde aufs Korn nehmen. Ratchet & Clank 2 setzt den Erstling konsequent fort. So gibt es jetzt noch mehr Minispiele, wie zum Beispiel dieses Hoverbike-Rennen. Das geht wirklich ab wie die Post und muss sich vor gängigen Future Racern gar nicht mal verstecken. Geschicklichkeitsanlagen spielen in Ratchet & Clank 2 aber auch eine große Rolle. Hier schlittere ich mit dem Grindschuhen über elektrisch aufgeladene Seile. Mist, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Egal, wir düsen weiter. Sieht alles sehr cool aus. Überhaupt ist Ratchet & Clank 2 optisch wieder sehr schön in Szene gesetzt. Technisch vielleicht nicht ganz so ausgereift wie Jack 2 Renegade, aber alles in allem doch sehr schön. Hier zeige ich euch noch ein weiteres Minispiel. Wir müssen in eine Kampfarena. Das ist quasi eine Gladiatorenarena der Zukunft und ihr könnt hier antreten, um euch zusätzliches Cash zu verdienen. Beziehungsweise Schrauben, denn die sind ja nach wie vor die Währung in Ratchet & Clank 2. Die könnt ihr dann gegen neue Waffen und Gegenstände beim Gadgetron-Händler investieren. Hier seht ihr übrigens die Mini-Gefechtstürme in Aktion. Ich kümmere mich jetzt noch ein bisschen hier um diese Spinne. Die ist doch sehr hartnäckig, aber wenn ihr sie besiegt, gibt es auch einen ordentlichen Batzen Schrauben. Ich könnte euch jetzt noch viel mehr zeigen, denn Ratchet & Clank 2 platzt fast vor Abwechslung, aber die Zeit ist knapp, deswegen zeige ich euch jetzt noch eine effektreiche Weltallschlacht. Die Weltalleinsätze spielen sich recht arcadig, gehen flott von der Hand. Hier muss ich 4 feindliche Kreuzer demolieren. Dazu benutzt ihr dann am besten eure Torpedos oder auch Raketen. Zwischendurch greifen mich natürlich auch noch feindliche Jäger an, die ihr dank des Zielsystems eigentlich gar nicht verfehlen könnt. Und auch hier ist die Grafik wie im gesamten Spiel ruckelfrei und äußerst farbenprächtig. Und während ich jetzt hier noch ein bisschen rumfliege und baller, bleibt mir nichts anderes, als euch Ratchet & Clank 2 unbedingt ans Herz zu legen. Kauft euch dieses Spiel, mit Ratchet & Clank 2 kommt ihr bestens durch den Winter. Das Spiel ist noch umfangreicher als der Vorgänger. Mir persönlich gefällt Ratchet & Clank 2 besser als Jack 2 Renegade, aber das ist ja Geschmackssache. Wer es etwas straighter mag, kommt hier auf jeden Fall besser auf seine Kosten. Hamsterkanonen, Hühnerbazookas, ein Wiesel mit Drähten im Gehirn und ein Schneehase an einer Kette, der als Peitsche benutzt wird. Herzlich willkommen zum Test von Whiplash für die PlayStation 2 und die Xbox. In diesem Jump'n'Run geht es darum, aus einem Firmenkomplex zu fliehen, in dem Tierversuche und krude Tierkreuzungen vorgenommen werden. Das Gespann Wiesel und Hase sollten beispielsweise zum neuesten Produkt K-Wiesel umfunktioniert werden, allerdings gelang es den beiden kurz vor der Verschmelzung vom Fließband zu türmen. Das komplette Spiel über seid ihr im Firmengebäude, eure Flucht führt also angefangen von den Versuchslabors über Büroabteilungen und Kanalisationen. Sollten sich euch Gegner wie Wachpersonal oder Wissenschaftler in den Weg stellen, dürft ihr den Hasen schwingen lassen. Das heißt, ihr steuert die ganze Zeit Spanx das Wiesel. Redmond, den armen Hasen an der Kette, benutzt ihr dann, um Peitschenhiebe auszuführen oder um mit ihm als provisorischen Propeller nach unten zu gleiten. Nach und nach lernt ihr neue Schlagmoves und Kombos, mit denen der Hase etwas Fell lassen muss. Der Humor des Spiels ist sehr einfallsreich, allerdings kommen die konsumkritischen Anspielungen mit den Tierversuchen nicht so gezielt rüber wie bei der Oddworld-Reihe. Auch fängt das Spiel mit einem unglaublichen Witz an: wenn ihr erstmal Redmond mit Helium gefüllt habt, bleibt kein Auge trocken. Im weiteren Verlauf flachen die Gags aber deutlich ab. Und irgendwann gehen euch die sich immer wiederholenden Sprüche etwas auf die Nerven. Die Steuerung ist sehr gut, ihr lenkt Spanx präzise durch die Gänge, nur die Kamera bereitet etwas Probleme.
So schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Bei Kämpfen mit mehreren Gegnern geht die Übersicht oft verloren. Einen Unterschied zwischen der Xbox und der PS2-Version gibt es nicht, bis auf die Tatsache, dass die Sony-Variante etwas häufiger ruckelt und etwas farbarmer dargestellt wird. Whiplash ist ein gutes Jump'n'Run, das nach einem furiosen Anfang in den späteren Levels etwas nachlässt, da sich die Levelaufgaben immer wiederholen. Eine witzige Alternative zu den erhältlichen Hüpfspielen ist es aber allemal. Hallo liebe Boxershort-Fraktion, herzlich willkommen zu Maximo vs. Army of Sin. Im Nachfolger zum hammerharten Jump'n'Run Maximo Ghosts to Glory tretet ihr nicht gegen Geister und Goblins an, sondern müsst einer fiesen Armee von Maschinenwesen die Schrauben aus dem Chassis prügeln, Unschuldige retten und so manchhaarige Jump'n'Run-Sequenz überstehen. Wer den Vorgänger kennt, wird sich auch in Army of Sin schnell zurechtfinden. Die tadellose Steuerung wurde 1:1 übernommen. Mit Dreieck und Quadrat lasst ihr krachende Kombos vom Stapel, X hilft euch dabei, Abgründe mit einem eleganten Doppelsprung zu überwinden und mit Kreis pfeffert ihr den Blecheimern euren Schild an die Rübe. Mühevolles Anvisieren könnt ihr euch bei Maximo übrigens sparen. Einfach grob in die Richtung des Feindes steuern, den Schlagknopf drücken und schon rappelt's in der Blechkiste. Obwohl Maximo vs. Army of Sin eigentlich mehr ein Update als eine echte Fortsetzung ist, haben sich im Vergleich zum Vorgänger zwei Dinge grundlegend geändert. Erstens könnt ihr euch im Notfall für ein paar Sekunden die zerschlissene Kutte von Gevatter Tod überziehen und eure Gegner gnadenlos vom Bildschirm sensen. Und zweitens könnt ihr Extrafähigkeiten wie magische Schilde oder Superschläge nicht mehr einfach einsammeln, sondern müsst sie bei einem der unzähligen fahrenden Händler kaufen. Im krassen Gegensatz zum aktuellen Trend, Jump'n'Runs zu wahren Minispielorgien auszubauen, bietet Maximo sehr geradliniges Gameplay. Ihr prügelt euch durch endlose Gegnerhorden, löst Rätsel im Stile eines »Wenn ich mein Schild gegen den Tropfstein werfe, fällt er herunter und ich kann ihn dann als Plattform benutzen« und wundert euch irgendwie darüber, warum die Grafik im weiteren Spielverlauf immer eintöniger wird. Eine nette Abwechslung vom Schnetzel allerlei bieten die hübsch gemachten Endgegner, die euch allerdings auch nicht vor eine wirkliche Herausforderung stellen. Abschließend bleibt mir zu sagen, dass ich von Army of Sin etwas enttäuscht bin. Das Spiel wirkt insgesamt etwas uninspiriert und erreicht in keinster Weise den augenzwinkernden Charme des Vorgängers. An sich gute Designideen wie der spielbare Tod wurden sinnlos verheizt, in technischer Hinsicht wirkt Maximo im Vergleich zu Jack 2 oder Sly Raccoon etwas veraltet. Fans von Maximo oder straightem Oldschool-Gameplay sollten einen Blick riskieren, alle anderen bedienen sich bei der deutlich gehaltvolleren Konkurrenz. This must be an automated energy. Der schnelle Igel ist wieder da und diesmal kommt er nicht allein. Herzlich willkommen zum Test von Sonic Heroes für die Xbox, PlayStation 2 und den GameCube. Als Fan aller Sonic-Spiele habe ich mich ganz besonders auf diesen Test gefreut und obwohl sicher noch Elemente der alten Teile enthalten sind, gibt es ein paar kleinere und größere Ungereimtheiten, die mir den Spielspaß ein wenig vermiesen. Aber dazu kommen wir später. Wichtigste Neuerung bei Sonic Heroes ist die Tatsache, dass ihr nicht mehr nur eine Spielfigur steuert, sondern als Dreier-Team unterwegs seid. Es gibt mehrere Teams, für die ihr euch zu Beginn des Spiels entscheiden könnt. Besondere Auswirkungen auf die Handlung hat das aber nicht, denn die Levelabfolge zum Beispiel ist die gleiche. Die verschiedenen Teams machen sich nur in ein paar Zwischensequenzen bemerkbar. Die meisten von euch werden mit dem Sonic-Team anfangen. Das Gespann besteht dann aus Knuckles, Tails und natürlich Sonic. Jeder Charakter im Team hat seine besondere Eigenschaft, die durch ein farbiges Symbol, das ihr rechts oben im Bild findet, dargestellt wird. Sonic hat das Geschwindigkeitsattribut, Knuckles ist der stärkste im Bunde und Tails kann für kurze Zeit schweben. Im Spiel müsst ihr dann oft die Charaktere umwechseln, um beispielsweise auf eine zu hoch gelegene Plattform zu gelangen. Dadurch kommt eine gehörige Portion Abwechslung in das Spiel, da es neben festgelegten Strecken auch Abzweigungen gibt, die die einzelnen Eigenschaften der Charaktere benötigen. Allerdings hätte man die Wechselfunktion noch etwas flexibler gestalten können, denn im Flug könnt ihr zwar umschalten, eure Wahl wird aber erst am Boden aktiviert. Es gibt verschiedene Formationen, die ihr eurem Team befehlen könnt. Sonic kann sich dann von seinen Kumpanen abstoßen, um noch schneller zu rennen, oder Knuckles benutzt euch als lebende Kugeln für seine Schussattacke. Über der Charakteranzeige rechts oben seht ihr noch den Teamblast-Balken, der sich bei jedem zerstörten Gegner auflädt.
Ist er voll, könnt ihr einen vernichtenden Angriff ausführen, der alle Feinde vom Bildschirm bläst. Allerdings folgt darauf eine kurze Animation, die euch nach ein paar Mal anschauen auf die Nerven gehen kann. Die 14 Levels von Sonic Heroes spielen an ähnlichen oder gleichen Schauplätzen wie die Vorgänger. Ihr wetzt also über wunderschöne Strände, verlassene Ruinen oder einer Las Vegas-artigen Stadt. Ein paar Endgegner wollen natürlich auch besiegt werden und diese Kämpfe stellen sich auch als einzige wirkliche Herausforderung heraus. Denn hier kriegt ihr die teilweise miserable Kamera am meisten zu spüren. Ist euer Blickwinkel schon in den normalen Levels vom Spiel aus unglücklich gewählt, kann es euch bei späteren Bossfights schon mal passieren, dass ihr alle Ringe verliert, ohne recht zu wissen warum. Die Kamera manuell nachzuregeln macht in der schnellen Non-Stop-Action keinen wirklichen Sinn, da ihr so noch länger schutzlos ausgeliefert seid. Die Grafik ist auf allen drei Systemen der Hammer, allerdings treten teilweise heftige Ruckler auf. Hier seht ihr mal die drei Versionen im direkten Vergleich. Auch solltet ihr von dem neuesten Sonic-Teil keine allzu hohe Spielzeit erwarten, beim ersten Mal seid ihr nach knapp 6 Stunden durch. Das ist, wie wir finden, viel zu wenig. Was aber absolut unverzeihlich ist, ist die Tatsache, dass ihr immer ein wenig das Gefühl habt, nicht die totale Kontrolle über eure Spielfigur zu haben. Frustanfälle und zerstörte Pads sind vorprogrammiert, wenn ihr auf ein Beschleunigungsfeld kommt und euch das Spiel im Nichts oder im tödlichen Wasser absetzt. Auch bei vielen Renneinlagen bleibt ihr an den Ecken hängen oder rast direkt in einen Gegner. So viel Sonic Flair das Spiel auch haben mag, irgendwie kommt ein wenig der Verdacht auf, dass an dem Spiel noch hätte gearbeitet werden müssen, weil es genau diese kleinen Sachen sind, die euch den Spaß am Spielen schwer machen. Trotzdem, beinharte Sonic-Fans werden sich auch den neuesten Teil holen, alle anderen, die sich nicht ganz sicher sind, schauen sich lieber nochmal den Test im Heft an. Hallo liebe GamePro-Leser, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Testvideo zu Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal für die PlayStation 2. Aufmerksame Leser wissen, dass ich ein riesiger Fan der Jump'n'Run-Reihe bin und auch der dritte Teil hat mich vollauf begeistert. Ratchet & Clank 3 macht genau da weiter, wo der Vorgänger aufgehört hat. Freut euch auf eine furiose Mischung aus Hüpf- und Actionspiel, angereichert mit vielen witzigen Einfällen und erstmals einem vollwertigen Multiplayer-Modus. Gegenüber Teil 2 ist der Actionanteil nochmal leicht angestiegen. Ihr ballert euch mit Hilfe eines riesigen Waffenarsenals durch die weitläufigen 3D-Levels. Beim Händler ersteht ihr wie gehabt Munition und neue Wummen, auf die ihr teilweise erstmal ordentlich sparen müsst. Dazu erledigt ihr am besten so viele Feinde wie möglich, demoliert die Umgebung und sammelt Schrauben ein, die erneut die Währung des Spiels sind. Ballerfutter gibt es reichlich, da die Schergen eures Widersachers Dr. Nefarius überall sind. Der Schwierigkeitsgrad ist leicht gestiegen, was vor allem alte Veteranen freuen wird, denen die Vorgänger zu leicht waren. Sinnloses Drauflosschießen endet in chronischem Munitionsmangel, weshalb man halbwegs bedacht vorgehen und auch einmal Deckung suchen sollte. Insgesamt 15 Waffen sind mit von der Partie, darunter auch einige coole neue Modelle wie die Plasmapeitsche. Durch rege Nutzung der Waffen könnt ihr sie in 4 Stufen ausbauen, das Upgrade erfolgt dabei automatisch. Genauso verhält es sich mit eurer Lebensenergie. Permanentes Kämpfen steigert eure Nanoenergie und ihr könnt mehr einstecken. Ihr steuert nicht nur Schlappohr Ratchet, an einigen Stellen übernehmt ihr wieder die Kontrolle über den Roboter Clank. Hier muss ich eine Filmszene nachspielen, in der Agent Clank die Hauptrolle spielt. Ratchet & Clank 3 steckt voll von solchen witzigen Ideen und spart auch nicht mit Insider-Gags und Überraschungen. Überhaupt kommt zu keiner Sekunde Langeweile auf, da spielerisch enorm viel Abwechslung geboten wird. Von Plattformhopsereien und Geschicklichkeitspassagen wie hier, bis hin zu Rätseln wird alles geboten. An dieser Stelle hilft mir ein Affe, um eine Zugbrücke zu aktivieren. Das nennt man Schauspielern, Clank. Schlag's mal nach! Anschließend muss ich 4 Pikmin-Verschnitte in dieses Tor lotsen, damit sich der Zugang zum nächsten Abschnitt öffnet. Spaßig sind auch die Action-Sequenzen als Riesen-Clank, die man schon aus Teil 2 kennt. In bester Mech-Assault-Manier duelliert ihr euch mit einem mächtigen Mech und setzt die Umgebung in Schutt und Asche. Das fetzt ordentlich. Und jetzt, die Riesen-Ninjas! Weitere bekannte Elemente wie die Holodeck-Trainings-Levels und die Arena-Kämpfe sind ebenfalls wieder am Start. Hier verdient ihr Zusatzzaster und neue Waffen und Gadgets. Das wohl coolste Gimmick des Spiels ist das Captain Quark Videospiel, das ihr an Bord eures Hauptquartiers zockt. Was eigentlich nur als nette Dreingabe der Insomniac-Entwickler gemeint ist, hat mich während des Tests einige Stunden vor die PS2 gefesselt.
Euch erwartet ein simples, aber unterhaltsames 2D-Plattform-Jump'n'Run der alten Schule. Das Spiel im Spiel ist ein wirklich toller Einfall, Applaus von meiner Seite. Wirklich alles zu zeigen, was in Ratchet & Clank 3 steckt, ist in der kurzen Videozeit unmöglich. Hier aber noch schnell ein Beispiel für die neue Art des Code-Knackens. Ballert auf die roten Strahlen und sammelt die grünen Codepunkte ein. Das kann ganz schön in Stress ausarten. Neben den Hauptmissionen locken optionale Nebenjobs. In dieser ungemütlichen Kanalisation sammeln wir etwa Kristalle ein, die wir anschließend gegen Bares bei einem Händler verhökern. Kurz noch ein Blick auf die vorbildliche Kartenfunktion, die euch in jedem Level zur Verfügung steht. So, und jetzt verkaufen wir die Ware und freuen uns über Cash. Die größte Neuerung ist ganz klar der Multiplayer-Modus, den ihr online mit bis zu 8 Teilnehmern oder offline via Splitscreen mit bis zu 4 Spielern an einer Konsole zockt. Drei Modi wie Deathmatch und Capture the Flag, verteilt auf 10 Spielkarten, machen richtig Laune, zumal auch Fahr- und Flugzeuge zum Einsatz kommen. Leider waren zum Zeitpunkt der Videoaufnahme keine Online-Server in Betrieb, deshalb zeige ich euch eine Szene aus dem geteilten Bildschirm. Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal ist eine mehr als würdige Fortsetzung, an der nicht nur Besitzer der ersten zwei Teile ihre helle Freude haben werden. Ihr bekommt hier mehrere Genres in einem Spiel geboten und die vielen Minispiele, Nebenmissionen und Gimmicks unterhalten euch tagelang auf höchstem Niveau. Grafik und Sound sind gegenüber Teil 2 zwar nahezu unverändert geblieben, dennoch ist die Präsentation von Ratchet & Clank 3 tadellos. Für mich definitiv eines der besten PS2-Spiele dieses Jahres. Die partielle Überflutung hat nicht funktioniert. Zeit für den Rest. Wenn wir das Elefantenmaul des Tempels in die Luft jagen, sollte aus der Tempelgrotte ein Swimmingpool werden. Ich gebe Murray mit der Helikopterkanone Deckung, während er das Maul aufstemmt. Dann bringt Sly den Megaböller 500 in den Rachen. Und klettert dann so schnell wie möglich nach oben. Rajan kommt ganz sicher furchtbar wütend raus. Spring auf ihn, schnapp dir seine Hälfte von Clockwerks Herz und wir verschwinden. Meisterdieb Sly Cooper und seine Kumpels sind zurück im Nachfolger zu einem der besten Jump'n'Runs des letzten Jahres. Was ihr gerade eben gesehen habt, waren die liebevoll inszenierten Instruktionen zu einem Beutezug, der normalerweise jeweils am Ende eines Levels steht. Die Levels laufen grundsätzlich nach ähnlichem Strickmuster ab in Sly 2. Erst sammelt ihr ein paar Aufklärungsfotos oder andere vorbereitende Informationen und irgendwann kommt Superhirnschild Schildkröte Bentley und hält einen schön inszenierten Dia-Vortrag, wie ihr ihn eben gesehen habt, um letztendlich an das wichtige Beutestück ranzukommen, wofür meistens das schnelle Zusammenspiel der drei Hauptcharaktere erforderlich ist. Damit kommen wir auch schon zur größten Neuerung bei Sly 2. Alle drei Charaktere der Gang sind nämlich diesmal voll spielbare Charaktere. Wir sehen hier Murray in Aktion. Murray ist der Muskel des Teams, sprich er kann ganz schön austeilen und vor allem, und das ist das Wichtigste, er kann schwere Gegenstände aufheben. Hier bringen wir Murray jetzt in Position, um einen Hebel hochzudrücken, den nur er hochdrücken kann, um das Maul dieses Steinelefanten zu öffnen. Damit er das in Ruhe machen kann, müssen wir ihm mit Schildkröte Bentley Rückendeckung geben. Dazu springen wir zu Bentley in seinem Geschütz und schießen brennende Fässer ab, die der Oberbösewicht dieses Levels auf Murray herabregnen lässt. Nachdem alle Fässer aus dem Weg geräumt sind, hämmern wir schnell hintereinander auf eine der Tasten und damit stemmt Murray dem Elefanten das Maul auf. Weiter geht's, ihr habt bestimmt schon drauf gewartet, mit dem Haupthelden selber, nämlich Sly. Der muss jetzt dieses TNT-Fass in das Maul des Elefanten befördern, um es zu sprengen. Hockt er in dem Fass, können ihn die Wachen nicht sehen. Er kann aber nicht, wie im Vorgänger, aus einem Fass raus und wieder reinspringen, denn diese Fässer sind explosiv. Sobald ihr einmal wieder rausspringt, explodiert das Fass. Das heißt, ihr müsst die Strecke an einem Stück bewältigen. Das ist aber eigentlich nicht so das Problem, denn wie schon der Vorgänger ist Sly 2 kein besonders schweres Spiel, aber dafür durchweg super einfallsreich und super stylisch inszeniert.
Besonders bemerkenswert, das Spiel ist mindestens dreimal so groß wie der Vorgänger. Das heißt, die Spielzeit beträgt nicht mehr nur irgendwie 8 Stunden wie bei Sly Raccoon, sondern bestimmt gut 25 Stunden. So, wir haben jetzt das Maul des Elefanten gesprengt, damit den ganzen Level unter Wasser gesetzt. Der Obermotz ist darüber nicht erbaut und es kommt zum Endkampf des jeweiligen Levels. Ihr habt ein paar bewegte Eindrücke von Sly 2 bekommen. Es macht wieder super Spaß, ist wieder super liebevoll inszeniert, allerdings nicht mehr so ein lupenreines Jump'n'Run wie der Vorgänger, sondern ähnlich wie Jack oder Ratchet & Clank, eher mit Adventure und starken Action-Elementen angereichert. Trotzdem auf jeden Fall, wie der Vorgänger, unbedingt einen Kauf wert. Alles weitere lest ihr im Test im Heft. Du bist nichts. Stell dich dem mächtigen Rajan, Herr über diese Hügel. Mann, wenn wir jemanden ärgern wollen, machen wir es aber richtig. Ja, sie